Shisha Rainbow wieder hier. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr ein authentisches Make-up zu Mei aus Overwatch machen könnt, damit ihr in eurem Kostüm glänzen könnt. Also erstmal Haare zurück und eincremen. Da Mei einen sehr blassen Hautton hat und es dies nicht als Foundation gibt, nämlich die hellste Foundation, die man finden kann, und mische die etwas mit weißer Cremeschminke. Mischt euch auf jeden Fall genügend an, damit das fürs ganze Gesicht reicht. Ich habe bei dem Farbton mal ein bisschen mehr Weiß hinzugemischt, um mich rangetastet, um zu gucken, welcher Farbton mir dann am besten gefällt. Mit dieser Methode trage ich das Ganze nicht zu deckend auf, sondern verteile es schön dünn, damit es nicht zu geischerhaft oder geisterhaft aussieht. An manchen Stellen trage ich etwas mehr auf, um zum Beispiel Augenringe oder Adern abzudecken. Das Ganze pudern wir mit transparentem Puder großzügig ab. Um die Augen herum wirkt es so, als ob Mei erdige Töne trägt, um ihr Augenlid und die Augenlidfalte zu betonen. Meis Augenbrauen sind klar definiert und haben eine leichte Biegung. Ihre Farbe ist dunkelbraun. Dementsprechend gehe ich mit einem dunkelbraunen Stift nach. Der Ansatz ihrer Augenbrauen ist schräg und spitz. Wenn das Ganze nicht zu sehr gemalt aussieht, bürste ich es noch ein. So, ich habe die Schrägen jetzt etwas nachkorrigiert mit einem Q-Tip. Dadurch ist hier das Make-up ein bisschen abgegangen. Und um das Ganze jetzt noch klarer zu definieren, nehmen wir uns jetzt nochmal das Make-up, was wir angemischt haben, und ziehen das nochmal nach. Das Ganze natürlich nochmal abpudern. Und schon haben wir klar definierte, geschwungene Augenbrauen, die schräg zulaufen. Mei trägt um ihr Auge herum einen Lidstrich, der schmal anfängt und immer breiter wird, damit das Auge noch kugeliger aussieht. Generell kann man ihre Augenform eher so als asiatische Kulleraugen bezeichnen. Da ihre Augen etwas eckiger sind als meine, habe ich hier vorne etwas Abstand gelassen, den ich jetzt weiß auffüllen werde. So, jetzt versuchen wir das Ganze natürlich symmetrisch auf der anderen Seite hinzubekommen. Wenn das Ganze geschafft ist, darf natürlich etwas Wimperntusche nicht fehlen. Ihre Nasenspitze, ihre Wangen und ihre Lippen sind alle im aprikot-pfirsichfarbenen Bereich. Deswegen nehme ich jetzt erstmal für die Lippen einen passenden Lipgloss. Auf meiner Palette ist das der markierte hier. Die Oberlippe ist bei ihr konturiert, doch die Unterlippe verläuft sozusagen in die Haut aus und hat keine klare Abtrennung. Wie bei den meisten ist ihre Unterlippe etwas voller als ihre Oberlippe. Die überschüssige Lippenstift entferne ich natürlich einfach mit einem Papiertaschentuch. Das Ganze sollte nicht zu knallig sein. Für das Rouge nehme ich mir entsprechend auch einen Aprikoton. Das Contouring ist hier relativ einfach, denn wir haben hier zwei Sachen wirklich zu beachten. Und zwar ist Meis Gesicht zwar sehr rund, aber trotzdem hat sie eine sehr definierte Kinnlinie. Für uns heißt das, ich nehme mir etwas Weiß zur Hand und gehe hier die Linie nach. Ihre Stupsnase betone ich auch noch etwas und die Partie über den Brauen. Für den Schatten gehe ich dann etwas die Kinnlinie nach. Für den letzten Feinschliff der Lippen trage ich noch etwas glänzenden, farblosen Lipgloss auf. Für den typischen Endlook dürfen Perücke, Kontaktlinsen und das Kostüm natürlich nicht fehlen, deswegen werde ich mich jetzt umziehen. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Ich habe mich sehr gefreut, Mei machen zu können, denn sie ist mein zweiter Main in dem Spiel, denn ich spiele Overwatch selber sehr gerne. Mein erster ist Pharah, aber Mei kommt direkt danach. Wie die Perücke gemacht wurde, das zeige ich euch in einem extra Tutorial, also seid auf der Hut und schaut vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und ja, abonniert auf jeden Fall meinen Channel, denn es werden noch mehr coole Make-ups kommen, auch zu Overwatch, und darauf freue ich mich selbst schon sehr. Cheerio!